Brynhild erwachte und blickte umher. Wer führt das scharfe Schwert, das meine Ketten schnitt? Sigurd, Sigmunds Sohn, sollst du mich nennen. Höre, Sigurd, wer wies dir den Weg durch Rauch und Feuer? Es sagten mir zwei Vögel im grünen Wald, schön ist Brynhild, voller Sehnsucht erwartet sie dich. Liebevoll begegnete er der lieblichen Frau. Da wurde Asla, Sigurds Tochter, gezeugt. Zwölf Ringe legte er ihr in den Schoß. Dies soll das Band unserer Liebe sein. Das war Sigurd, Sigmunds Sohn. 7 Monate lang war er im Jungfrauengemach. Brynhild sprach: Du wirst dich verjüngen. Dein Leben wird vorbei sein. Du wirst Gudrun besitzen. An mir wirst du keine Freude mehr haben. Das dünkt mich wundersam. Solches wird mir nicht widerfahren. Ich werde meine Liebe von dir, Brynhild, nicht abwenden. Sie folgte ihm eine lange Wegstrecke und wünschte ihm glückliche Reise. Fahr hin, begünstigt vom Glück. Alles möge dir wohl gelingen. Sigurd ritt fort, ganz ohne Gefahr. Da sah er ein böses Tier. Es schlug um sich mit den Klauen. Es spie Feuer und Gift. Da war sein Leben in Gefahr. Sigurd sitzt auf Granis Rücken. Er glaubt, den Weg nicht zu finden. Grani biss und schlug um sich. Er konnte den Weg nicht finden. Da musste Sigurd zu Jukis Hof reiten. Das böse Tier verschwand. Da sah er, wo Brynhild saß, geschmückt mit bunten Bändern. Draußen steht Brynhild mit so manchem Mann. Mit beiden Händen fiel sie ihm in den Zügel. Sigurd, halt inne mit deiner Fahrt. Ich habe eine schöne Tochter, die dir in Liebe zugetan sein möchte. Schön ist Gudrun, meine Tochter, wo auch immer sie hingeht. Rosen und Lilien leuchten von ihrem Kinn. Gudrun kam hervor in einem blauen Gewand. Ihr Haar ruhte auf ihren Schultern. Brynhild sprach zu ihrer Tochter: Geh in den Keller und mische Met und Wein. Mische Met und Wein und füge auch das große Vergessen hinzu. All das große Vergessen fügte sie hinzu. So brachte sie ihm den Trunk und bat ihn, mit ihr zu trinken. Lange aus dem Horn. Sigurd verlor alle Erinnerung und niemand vermochte ihn zu heilen.
gingen beide zum Wasser. Schön waren beide Frauen. Es war früh am Morgen. Die Sonne brütete sich auf dem Felsengebirge. Schön waren beide Frauen. Brynhild und Gudrun. Die eine war freudvoll. Die andere krank vor Leid. Mit Sorgen beschwert begab sich Brynhild, um im Saale zu sitzen. Gunnar, der eifrige König, ritt zu ihr, um sie zu besuchen. Brynhild sitzt in ihrem Saal mit beschwertem Gemüt. Gunnar ging in die Halle mit scharfem Schwert. Der soll einen harten Tod erleiden, der dir zuwider gehandelt hat. Brynhild sitzt auf einem Stuhl. Sie spielt mit einem goldenen Messer. Ihr kommt nicht wieder in meine Halle, solange Sigurd am Leben ist. Höre, mächtige Geliebte, du machst mir große Sorgen. Wie soll Sigurd sterben, den kein Schwert verletzen kann? Sigurd, gesalzene Speisen und dazu nichts zu trinken. So reitet ihr fort zur Jagd, ganz ohne jede Sorge. Tränen auf beide Arme fließen.